Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf BTV Dampflo. So, ich habe mir gedacht, ich mache mal so eine Art Status-Update rund um den Kanal, wie es steht und wie es weitergeht. Und versuche ich jetzt hier im Hintergrund läuft Paperboy, wie ihr es sehen könnt. Und ich bin mittendrin in diesem Spiel. ja, auf jeden Fall wollte ich erzählen, ich war ja jetzt eine Zeit lang im Krankenhaus, 3 Wochen. Und deswegen sind erstmal nicht in die letzten Wochen nicht so viele Videos gekommen. Da sind so ein paar veraltete Dinger gekommen, die noch ich in meiner Bibliothek gefunden habe. Und dann halt so quasi veröffentlicht habe, damit wenigstens ein Video kommt und ihr merkt, hey, die Leute sind nicht fort oder was weiß ich, der Kanal, den gibt es nicht mehr. Alles Käse, es geht weiter und zwar um einiges besser als zuvor. Mein Kollege Schoko, wir betreiben den Kanal ja zu zweit eigentlich, nur hatte der bisher aufgrund seines Rechners und dieser Umstände nicht die Möglichkeit, so wie ich, Videos regelmäßig zu veröffentlichen in richtig guter Qualität. Aber das ist jetzt Geschichte. Der gute Schoko hatte einen neuen Computer, richtig geil, und kann jetzt endlich zocken, was er will und alles aufnehmen. Und das geht jetzt auch seiner Dinge. Er zockt ja zurzeit Super Meat Boy, wo er teilweise wirklich sehr frustriert ist, weil dieses Spiel scheiße schwer ist. Und er schreibt mir auch immer WhatsApp dann, wenn er gerade am Aufnehmen war, wie frustriert er doch wieder war und was weiß ich nicht. Und als nächstes Projekt, was er machen wird, ist Resident Evil HD, das Remake vom ersten Teil, richtig geil. Hat auch schon ein paar Aufnahmen gemacht und das soll wohl ganz schön knackig schwer sein, aber kein Ding, das läuft trotzdem ganz normal. Und da werden dann die nächsten Tage auch die ersten Videos kommen. Wir haben uns einen Upload-Plan erstellt, das heißt, ich werde 3 Videos die Woche veröffentlichen und er 3 Videos, heißt A 6 Videos werdet ihr zu Gesicht bekommen, in bester Qualität, Leute. Also wir geben uns da richtig Mühe, da gibt es kein Mikrorauschen, da gibt es keine Pixel-Optik, da wird schön Zeit investiert und ordentlich dran gearbeitet. Und ich habe eine neue Grafikkarte, deswegen ist es mir jetzt auch möglich, The Witcher 3 in höchster Auflösung bzw. in höchsten Grafikeinstellungen zu spielen. Das ist ja zurzeit mein aktives Projekt. Weiterhin, ich hatte ja bisher nur eine 3000er Leitung, werde ich in Zukunft, wenn mein Router endlich kommt, auf den ich jetzt schon tagelang warte, auch bei Twitch aktiv sein. Das heißt, ihr könnt uns live beim Zocken zugucken, mit uns chatten, interagieren und vielleicht können wir auch mal zusammen zocken. Der gute Schoko, der zockt auch live bei Twitch schon. Das geht alles schon voran. Er hat, vorgestern das erste Mal CSGO getwitcht und CSGO wird wahrscheinlich auch eins der Hauptprojekte auf Twitch sein. Weiterhin wollen wir natürlich auf Twitch dann auch DayZ spielen, vielleicht auch Arma 3 Mods, sowas wie Epoch oder vielleicht auch mal wieder Altes Live. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Altes Live habe ich eine Zeit lang gespielt. Ich habe auch echt viele Aufnahmen gemacht, nur ich habe irgendwie nichts veröffentlicht. Und möchte ich auch nicht mehr, weil ich das halt noch mit meinem alten Mikro aufgenommen habe und da die Qualität halt schon ziemlich schlecht ist im Gegensatz zu jetzt, weil mittlerweile habe ich ja schon seit einiger Zeit, das wisst ihr wahrscheinlich, oder ich hoffe, ihr wisst es, quasi ein Studio-Mikro, wo es alles Bombe klappt. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ich habe einen Greenscreen seit neuestem, den ich bei The Witcher 3 zurzeit benutze. Ich weiß noch nicht, wie euch das gefällt, wenn ihr da ständig mein Gesicht im Spiel seht. Ich hoffe natürlich gut. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr viel kommentieren würdet, weil wir brauchen natürlich eure Unterstützung. Vor allem auf YouTube, auch auf Twitch, egal wo, ihr könnt uns auch bei Facebook adden. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Steam-Gruppe, da könnt ihr reingehen. Die heißt BTV Dampflo, genauso alles wie der Kanal, überall derselbe Name. Die Steam-Gruppe war gedacht eigentlich, dass wir quasi mehr Connection zu unseren Abonnenten haben, mit denen auch mal zusammen zocken, so Spiele wie CSGO oder mal DayZ, dass wir mal zusammen durch Chanarus reisen, einfach um ein bisschen den Abonnenten näher zu sein. Ich weiß, wir haben jetzt noch nicht so viele Abonnenten, wir sind jetzt gerade bei 182, glaube ich, und haben mittlerweile 200 Videos veröffentlicht. Klar, da ist das noch überschaubar, aber ich würde das sehr begrüßen, wenn ihr da mitmachen wollt, also wenn ihr mal mit uns zocken wollt, dann tretet einfach der Steam-Gruppe bei, ihr könnt da kommentieren und wir schauen da auch jeden Tag rein, fast jeden Tag natürlich, also nicht jeden Tag, aber jeden zweiten, sage ich jetzt mal, schauen wir da rein und wenn ihr darauf Bock habt, ich klotze die ganze Zeit auf dem Bildschirm, weil der Paperboy läuft, wir haben Paperboy mal gezockt und noch nicht veröffentlicht, aber da gibt es auch nur 1-2 Folgen, könnte ich mal machen, egal, auf jeden Fall, ihr könnt das Ding Probe beitreten und dann können wir auch mal zusammen zocken. So, und ich glaube, gibt es jetzt noch was, müsste ich jetzt überlegen, ich habe mir vorher jetzt keinen Plan gemacht, ich dachte einfach, komm hier, zack, zack, hau mal hier rein, ist quasi live und ich überlege mir, was ich erzähle. Hätte ich noch irgendwas im Petto? Wollte ich noch was erzählen? Ich glaube nicht.
Auf jeden Fall, ich baue auf euch, Leute. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen Abos, Klicks und was weiß ich nicht. Nee, Spaß. Und ich hoffe, dass euch unsere Videos bisher gefallen. Wir geben uns wirklich extrem Mühe. Wir versuchen das in schönster Qualität zu machen. Und ne, wir sind halt wir. Wir versuchen uns nicht zu verstellen. Wir wollen da halt einfach wir sein und machen unser Ding. Das ist ein großer Traum von uns. Kennt ihr all die Größen, Sacharzar, Kronk und blablabla, bla bla, die haben es geschafft und wir noch nicht und wir möchten gern ganz nach oben. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in den nächsten Folgen. Vielleicht treffen wir uns auch mal online und ich würde sagen, hau da rein, bis zum nächsten Mal auf BTV Dom Flo mit mir, Flo und dem guten Schoko. Ciao.